Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Let's Paints. Wir sind immer noch hier mit den Outlines und Blöcken-Gedöns beschäftigt. Und da werde ich jetzt mal ganz schnell durchfliegen, dass wir das auch bald haben. Und ich wurde gefragt, was ich von Moneyboy halte. Ich glaube, ich habe schon mal in den letzten Folgen mal über ihn gesprochen. Ich finde vieles, was er macht, sehr lustig, weil ich natürlich weiß, dass dieser Typ studiert hat und genau die Nischen nutzt, die noch zu vergeben sind, und zwar die des, ja, jemand rappt schlecht und meint, er würde gut rappen, Typen, ja, so, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Damit hat er sich berühmt gemacht und jetzt versucht er so zu changen, wie er das sagen würde wahrscheinlich. Und zwar fängt er jetzt langsam damit an, bessere Musik zu machen, in so einem schleichenden Übergang. Weil die Leute, die sich seinen Kram reinziehen, hat er ja jetzt schon. Also will er in dem Zuge jetzt diese Leute nutzen und halt die Musik machen, die er immer machen wollte. Also das ist so das, was ich denke, ja. Kann natürlich auch vollkommen falsch sein. Aber das ist das, was ich einschätze, wie er es vorhat. Ja, hat ja dann quasi aus den Leuten, die sich quasi seine Videos angeguckt haben, weil sie es lustig fanden, sich eine Fanbase draus gemacht. Und er hat ja auch, muss man ihm auch wirklich lassen, so viele geile, krasse Auftritte irgendwo gemacht. Für ihn Leute wie Bushido zum Beispiel lieben, ja. No homo. Aber da hat er auf jeden Fall seine Arbeit geleistet. Und sonst wäre auch keiner auf ihn aufmerksam geworden. Ne? Zum Beispiel der Auftritt bei Joyce. Brauche ich ja gar nicht weiter was zu sagen. Gebt einfach mal Moneyboy und Joyce ein und holt euch eine Tüte Popcorn vorher. Habt ihr was zu lachen. Der hat die ganze Sendung zerlegt. So. Hier müssen wir noch dicker werden. Ja, muss ja mit der Linie hier stimmig sein. So, jetzt muss ich schauen, haben wir hier links noch was vergessen? Haben wir eigentlich nicht. Machen wir also hier weiter. Im Hintergrund läuft wieder der Broccoli-Track. Ich weiß gar nicht, ob ihr es hören könnt. Das ist ein Mixtape, was ich vor Jahren mal gemacht habe. Ich weiß gar nicht, welche Platten ich dafür verwendet habe. Da war schon auf jeden Fall einiges vorgemixt. Und ich habe da nochmal mit meinen Decks ein bisschen drüber gescratcht und so weiter. Hat auf jeden Fall früher sehr viel Spaß gemacht, Musik zu machen. Ich bin da 2 Jahre so krass in der Musikszene unterwegs gewesen, dass ich Graffiti schon fast vernachlässigt hätte. Aber ich habe es dann immer noch gemacht und ja, dann gab es auf einmal diese Phase. Also früher war das ja noch so anders, da gab es noch nicht so viele, die Mucke gemacht haben. Da haben die Leute Mucke gemacht, die Bock drauf hatten. Heute sind es viele, die sich auch denken, ja, da ist Geld zu holen oder so. Also ich weiß nicht, es war auch durch, weil es das Internet noch nicht so krass gab, war es halt nicht so verbreitet so, ne? Heutzutage rappen ja super viele Leute und als das dann anfing damals, habe ich mir gesagt, okay, wenn Rap, dann musst du aber jetzt richtig in die Pipeline hauen, sonst bringt das Ganze nichts, weil da schießen jeden Tag neue Rappers aus dem Boden. Wenn du damals mit 13 gerappt hast, warst du direkt der jüngste Rapper Deutschlands, so nach dem Motto. Und ja, dann habe ich mich fürs Malen entschieden. Sonst würde ich heutzutage gar nicht mehr malen. Nur noch Rap machen. Vielleicht hätte ich sowas gebracht, aber ich glaube eher nicht.
weil ich jetzt nicht so der überdimensional gute Rapper eigentlich bin. Eher so die Standard Geschichte. Ja, hat Spaß gemacht, macht doch heutzutage noch Bock ab und zu mal mit Leuten zu freestylen. Aber auf gar keinen Fall mit dem Hintergedanken, da groß irgendwo noch was rauszuholen. Das überlasse ich den anderen und ich höre den Leuten gerne zu beim Rappen. Und ich wünsche jedem Erfolg, egal ob mit Malen oder mit Musik. Ich gönne es jedem, der es auch verdient hat. Wenn er Skills hat. Leute, die das nur wegen Kohle machen und irgendwelche, so wie diese YouTuber, die jetzt auf einmal meinen, Raps zu machen und das überhaupt nicht drauf haben. Die haben ihre Abonnenten halt durch YouTube, weil sie da irgendwelche Channels betreiben und bringen dann auf einmal Rap raus. Haben aber mit Rap an sich überhaupt nichts zu tun. Das finde ich sehr traurig, weil die klauen den richtigen Rappern teilweise die Chartsplätze. Nur durch, weil sie gute YouTuber sind oder bekannte YouTuber. Und im Grunde habe ich gegen keinen was, aber es sollte einfach in den Charts eine eigene Sparte für YouTube-Rapper geben. So. Also, das heißt YouTube-Rapper. In dem Sinne ist ja Sido auch dann ein YouTube-Rapper. Ich meine halt für Leute, die YouTuber sind und Rap machen, also die ihre Bekanntschaft durch YouTube bekommen haben. Weil ich finde es traurig, schade und krass, dass solche Leute dann hier irgendwelche Charts stürmen. Die Plätze, die sind, die Raps sind nicht dementsprechend. Die kriegen die Punkte nicht für den Rap. Kriegen die Punkte für ihre Community. Ist natürlich auch toll, eine Community zu haben und so, aber die Verteilung ist dadurch unfair. Das finde ich traurig, dadurch geht Rap auch ein bisschen kaputt. Vor allem werden YouTuber auch immer, YouTuber sei schon, Rapper auch immer mehr dazu gezwungen, so YouTube zu machen. Ich sag mal, Leute wie Farid Bang oder Kollega, die haben das natürlich früh erkannt. Und sind auch direkt zur rechten Zeit auf diesen Zug aufgesprungen. Aber ich glaube, mit dem Hintergrund, dass man das heutzutage schon fast braucht, um erfolgreich zu sein, wenn es den nicht gäbe, dann gäbe es auch keinen Kollegen auf YouTube. Also denke ich so. Ich guck mal gerade auf die Uhr, ach so, ja, wir haben ja noch Zeit. Diesmal habe ich mal wieder im Blick, wie lang die Folge ist. Nochmal Entschuldigung, falls die letzte zu kurz oder zu lang war. So, wir sind mit dem Arbeitsschritt jetzt durch. Am liebsten hätte ich jetzt eine kleine Folgenpause, weil es genau jetzt Sinn machen würde. Aber wir sind noch lange nicht mit den Blöcken und den Outlines durch. In dem Sinne werde ich mir jetzt etwas, der Pinsel ist so dünn, ich brauche wieder den von eben. In dem Sinne werde ich mir jetzt etwas schwarz auf mein Brettchen tun. Weiß habe ich da noch liegen. So. Ich soll gerade gucken, der Pinsel ist noch was nass. Und hat auch noch gut weiß in sich. Jetzt nehme ich mir erstmal das Schwarz. Fallen direkt die Pinsel hier raus. Nutzen auch jede Chance, um vor mir zu flüchten. So. Das Schwarz reibe ich jetzt gut aus, weil ich brauche wieder einen trockenen Pinsel, wo nur Schwarz vorher dran war. Und dann werde ich hier jetzt erstmal ein bisschen, weil ich es eh muss, Schatten auf die Frau legen. Wie ein Kumpel die Tage zu mir meinte. Die jute alte Eminem-Schlampe. So, hier geht das natürlich runter. Und verläuft sich, weil der dann schon wieder zu weit weg ist.
So viel Schatten will ich hier auch gar nicht haben. Reicht mir schon. Das nehme ich mir trotzdem wieder schwarz. Denn ich würde gerne auch mal so ein bisschen den Block durchschattieren. Einfach erst. Obwohl, nee, ich lasse den Arbeitsschritt weg. Werde ich gleich wieder beheben. Weil ich glaube, das kommt auch so ganz okay. Und ich will ja noch ein Bild aufnehmen, bevor wir bei der 100 sind. So, ich mach mal lieber sowas hier jetzt schnell. Seht ihr, ein und dieselbe Farbe, es passt sich halt wirklich ein. Wenn wir das schon mal hier gerade am Pinsel haben, dann wieso nicht auch gleich hier. Secchi kann ich fragen. Oh, da brauche ich ein bisschen mehr Weiß. Secchi kann ich ja quasi noch freilassen. So, warten wir es noch. Ich brauche noch mehr Weiß. Hier war noch einer. Hier der wird komplett geoutlined, gesäckied. Hier auch, da lohnt es sich gar nicht, was reinzumalen. Hier auch nicht. Krass, dann sind wir ja wirklich bald fertig mit dem Bild. Ich glaube es gar nicht. Ich habe die ganze Zeit so im Kopf gehabt, oh ja, das dauert jetzt noch Stunden und dann machst du noch hier und machst du noch da. Ja, geht voll klar so. Cool, dann komme ich auch bald mal ins Bett. Wir haben nämlich mittlerweile 6:30. Aber ist ja Wochenende, alles cool. Ich muss nicht früh raus. Treff mich morgen mal mit meinem Dad. Wird cool. Gehen wir mal ein bisschen wieder wandern oder so, irgendwie ins Grüne. So, jetzt nehme ich mir das weiße Stiftelein und ziehe die Second Outline. Aber ich liebe das, wenn das hier im Hintergrund sich kaum von der Secchi absetzt. Aber jetzt hier live, ich hoffe, ihr seht das auch so, ist das ziemlich cool. So, den Rand male ich bei der Leinwand nicht. Würde euch nur Zeit rauben. Machen wir lieber andere Bilder noch in dem Tutorial, in dem Let's Paint. Weil bei Folge 100 erstmal Stopp sein wird. Und ob ich dann damit weitermache, wird sich zeigen. Das weiß selbst ich heute noch nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. An manchen Stellen deckt der Stift nicht so ganz. Da müssen wir dann nochmal drüber. So, hier muss man natürlich mehrfach lang, damit die auch ein bisschen sauberer wirkt. Ist aber auch im Moment so, weil das Gewebe echt stark durchhängt, dass ich erstmal in so Schlangenlinien losgestartet bin.
Ja, von dem Weiß, da würde ich mir gerne mehr Deckkraft versprechen. Ach so, nee, eine Folge wird es noch geben. Outlines beleuchten und taggen. Das wird es noch geben. Gucken wir gerade auf die Uhr. Ja, eigentlich, also die Seki machen wir jetzt in der Folge noch. Das bekommen wir noch hin. Überall gucken, wo ich die überhaupt noch einsetzen muss. So, okay, okay. Hier haben wir was Entscheidendes vergessen. Das ist jetzt das vierte Bild. Oh oh. Das war so klar. Und das fünfte Bild schaffen wir also auch noch. Also haben wir quasi in 100 Videos 5 Bilder machen können. Ist nicht sehr viel, ist aber auch nicht ganz wenig. Sagt mir mal bitte, wie das für euch ist. Sind das so wenige Bilder? Hätten wir lieber kürzere Sachen machen sollen? Aber habt bitte auch im Hinterkopf, dass wenn wir kürzere Sachen machen, dass die Bilder nicht aufwendig sein dürfen. Ne? Weil entweder oder. Also ich finde, ich habe für den Anfang ein gutes Mittelmaß getroffen, aber ich kann natürlich auch voll daneben liegen. So. Ist für ein dünnes Weiß echt dick. Ist aber auch ein 2 mm. So, wenn das nachher getrocknet ist in der nächsten Folge auch, gehen wir natürlich hier und da dann auch nochmal drüber. Mit dem Second Outline Weiß. Und dann haben wir da auch volle Deckkraft, denke ich. Aber dafür muss das Weiß halt tatsächlich auch getrocknet sein. Also es macht oft Sinn, einfach mal abzuwarten. Anstatt energisch direkt hintereinander 10-mal drüber zu gehen und es deckt immer noch nicht. Die Farbe muss tatsächlich trocknen. Lustig, wenn ich den Style so betrachte, würde ich sagen, nö, der ist nicht von mir. Ist eigentlich gar nicht so das, was ich sonst male. Tja, so ist das beim Freestyle-Sketchen, ne? So Leute, ich sage euch wieder mal danke fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag oder eine gute Nacht und wir sehen uns morgen wieder in der letzten Folge zu diesem Bild im Let's Paint. Wie habe ich denn das jetzt schon wieder hinbekommen? Farbe. Junge, Junge, Junge. Also das geht mal gar nicht hier, das muss ich auf jeden Fall jetzt noch beheben. Und wie immer, lasst mich wissen, was ich wissen muss, ihr kennt das Spiel. Und dann sage ich natürlich 100.000-fachen Dank fürs Zuschauen. Ich habe hier wieder viel zu dunkle Farbe drauf. Und ja, das müsst ihr jetzt noch gerade ertragen. Weil wenn wir es schon machen, dann richtig. So, nehme ich mir noch mal ein bisschen Weiß dazu. Und dann faden wir das hier so rein und gut ist. Gut, Leute. Danke fürs Zusehen und bis morgen. Tschüss.